Hallo Leute und willkommen zurück zu Bausimulator 2015 mit Alex. Hallo Leute. Ja, und hier kann man ganz kurz unsere Übermacht zeigen. Wir haben hier den Kran, wir haben hier alle mögliche Scheiße. Es ist so krass. Ja. Und jetzt müssen wir erstmal zum Stahlwerk und diesen Sonderauftrag machen. Wir müssen nämlich, wie ihr seht, Vorarbeiter war angesprochen, besorge zwei Tore vom Stahlwerk und setze sie an die richtige Position auf der Baustelle. Stahlwerk ist markiert. Das Einzige, was ich nicht weiß, ist, was willst du mit dem Mobilkran, Julian? Wie wollen wir sie sonst aufladen? Hat er gesagt, habe ich vorgelesen. Dafür brauchen wir nur den Kran von dem Pritschenwagen, der reicht. Okay. Und vor Ort sollen wir einen Zweierkran aufstellen. Das können wir uns überlegen, ob wir vor Ort einen Mobilkran nehmen wollen oder ob wir vor Ort den Anforderungskran nehmen wollen. Antonia kommt übrigens gerade hinter S. Ja. Jetzt oder was? Ich weiß es nicht, ich habe nichts gelesen. Ich bin aber auch mit Skype oft beschäftigt, dass man nicht das Ploppen hört. Von daher. Yeah. Ich kann hier auch gerade nicht schreiben, weil ich dann meine andere Tastatur für den zweiten PC rausholen müsste. Fahr du schon mal weit vor, ich lasse mich mal gerade zum Stahlwerk teleportieren. Ja, wo müssen wir hin? Stahlwerk, ja. Wo ist das? Das ist rechts. Rechts. Wo da ganz oben war. Sägewerk? Jo. Hä, wo ist das Stahlwerk? Stahlwerk? Nee, das ist im Moment. Nee, unten ist es, unten. Da, ganz unten ist es. Ganz unten in der Mitte. Oder fahre ich da schon mal hin? Okay. Willst du nicht auch hinfahren mit dem Ding? Ich wollte mich erstmal hin teleportieren lassen, gerade um zu gucken, wie groß die Tore sind. Ach so. Oh. Oder ich fahre direkt auch hin mit einem Brötchenwagen. Aber wenn die dann auf eins passen, dann ärgern wir uns. Jo. Wo ist denn überhaupt der zweite Wagen? Der ist noch beim Hersteller, der ist noch beim Dings, ne? Keine Ahnung, wo der ist. Beim Fahrzeughändler ist, beim. Der ist noch beim Baustoffhändler von mir. So, was war das? Alter, bei dir läuft ja echt richtig stabil gerade. Obwohl es gegen Nacht. Das daran merkt man, dass das nicht an deinem Internet liegt, sondern an deinem Dings, sondern an deinem scheiß WLAN. Weil eigentlich gegen Nacht müsste es immer besser werden, wenn es am Internet liegen würde. Wo müssen wir nochmal hin? Ich bin gerade voll verpeilt, ohne Scheiß. Wir müssen zum. Ach, da waren wir noch nie, da kann man gar nicht hin teleportieren. Scheiße. Tja, müssen wir doch fahren. Oder du steigst in meinen LKW. Mit Kran 2, das ist deiner hier, ne? Ja. Boah, jetzt lädt's gerade erstmal. Ich könnte gerade Antonia anschreiben, aber nee. Lass mal lieber. Also dafür müsste ich die Tastatur rausholen. Deswegen. Oh, komm, ich mach's einfach mal. Weiß wenigstens, was er schreibt. Ach, dass es im TS kommt. Nee, ich habe nichts gelesen. Im TS hat sie mich noch nicht angeschrieben. Sie hat mich wahrscheinlich nur in Skype angeschrieben, aber das kann ich nicht. Woher weiß er, dass im TS kommt? Weil ich das sehe, weil der TS auf meinem anderen PC ist, auf meinem zweiten PC, wo ich auch aufnehme. Oh, so. Cool. Hab sie gerade geschrieben, 20 Minuten sind wir fertig. So. Okay, dann fahr da mal hin. Ich schnapp mir jetzt schon. Du fährst. Anderen. Okay, komme dann später nochmal. The fuck, okay. 20 Minuten. Ist so lang. Ja. Vielleicht brauchen wir noch nicht mal 20 Minuten, wer weiß. Vielleicht brauchen wir noch nicht mal 20 Minuten. Ja, ein bisschen. Wir haben ja schon 3 Minuten am Start, aber wir können ja nochmal. Deswegen ja. So. Später, aber gut, 20 Minuten an später bezeichnen ist schon krass. Aber na gut, wenn es noch 20 Minuten irgendwas anderes zu tun hat. Ja. Wahrscheinlich schon mal schneiden oder so. Wohin muss ich jetzt nochmal? Ist es schon automatisch richtig markiert worden jetzt? Ja. Nee, ist es nicht. Ich fahre gerade zu einer Baustelle. Auch oder was? Natürlich fahre ich zu einer Baustelle. Geil. Ich einfach nie drauf achten. Hä, warum bist du auf einmal neben mir? What the fuck? Der hat mir den Weg zur Baustelle gezeigt. Hä, warum bist du aber neben mir? Du warst noch nicht bei mir. Ich bin aus der linken Straße gekommen hier. Ach so. Ich hänge hier fest, scheiße. Alter. Ich verarsche? Hallo. 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 Ich hänge jetzt zwischen der Scheiß. Ich hänge bei der Scheiß Laterne. So der Kack. Ah, jetzt aber.
Natürlich ein bisschen Abstand. Ich soll mal warten können, bis ich da raus bin. Für ein Straßenrennen. Ein schönes illegales ja gut. LKW-Straßenhängen machen können. Mach mal eben. Mach mal eben. Richtig realistisch. Was? Dass das Auto den LKW umkippt. Ach so, du bist gegen Auto gefahren und du bist umgekippt, ja. Ja. Das ist doch immer hier so. Bist einfach schlecht, Julian. Ja, wo geht's hier rein? Hier. Ich bin hinter dir schon. Mann, bist du schlecht und langsam. Juhu. Alter, Ort entdeckt Stahlwerk. Fick you. Erstmal weitergefahren. Das ist so scheiße. Nein, das hätten sie schon mal abschalten müssen. Im Singleplayer ist es ja so gut geschaltet, ist ja ab, aber im Multiplayer nicht. Ich habe deine Bestellung bereits vorne hingestellt. Das ist keine Bestellung, die kostet uns nichts. Wo ist vorne? Vorne. Vorne. Hä? Ja, hier, das sind Tore. Ich glaube, das war ganz gut, dass wir mit zwei gekommen sind. Ich glaube nicht, dass eins drauf passt. Oder nur mit viel Kohle wurde wieder. Wo denn? Wo bist du? Ich fahre dir einfach hier, wo unsere LKWs sind. Die stehen direkt vor uns! Hier! Da! Siehst du, hast du nicht gesehen? Ja, ich dachte, das wären so richtige Tore. Ach, das sind Kindertore. Das sind überall. Bei uns gibt es auch nur die Tore. Die sind schon maßstabsgetreu für den Bolzplatz. Bei uns sind auch solche Tore. Also auch mit Gittern und so. Bei uns gibt's noch nicht mal mehr am Bolzplatz. Doch. Ja, bei uns gibt's einen noch, den sie noch nicht dicht gemacht haben. Bei uns gibt's auch noch einen, da stehen aber richtige Tore, wie bei Fußball, bei richtigen Fußball. Große, größere Tore, oder was? Oder einfach nur mit richtig Netz? Große, wie normal Fußball. Ja, aber man hat doch beim Spaßspiel immer solche Tore normal nur. Vielleicht würden da sogar zwei drauf passen auf die einen Ladefläche, das wissen wir jetzt natürlich nicht, aber. Boah, nö. Jetzt sind wir schon mit zwei Stück angerückt, dann können wir auch dann mit zwei Stück. Dann würde der eine wieder nur rumstehen. Ich nehme das vordere. Ja, ist mir schon klar. Das war der Sinn davon. Außerdem, ich glaube, es ist weniger Stress so, ja. Ja gut, E drücken hier. Oh. So. Ja, so. Guck mal, das wäre voll der Stress gewesen mit einem. Ja, so. Das war möglich gewesen, aber voll der Stress, so ist es voll easy. Easy going. Ist ja wirklich so. So machen. Zack, einfahren. Zack. Wechseln, cool. Kurz F. Kurz Ladung befestigen. Ja komm, hallo. Du bist auch schon draußen. Hast du auch schon befestigt? Ja. Ist mir ein bisschen cool. Na, Hauptsache auf Gomme ist gleich auch noch was los. Ach, juckt uns doch nicht. Obwohl heute ist Freitag. Am Wochenende ist immer was los. Und es ist ganz gut, wenn nicht so viel los ist, weil um die Uhrzeit jetzt selbst am Wochenende jetzt, weil auch mal man reinkommt als nicht Premium, Antonia ist nicht Premium, ansonsten fliegt sie dauernd aus den Runden raus. Ja, das ist kacke. Deshalb, es war nämlich schon das letzte Mal so, ich habe sie extra die Party öffnen lassen, dass sie auf die Schilder klicken muss und ich mitjoine, ne? Und dann hat sie auf die Schilder gedrückt, kam nie rein und ich bin von Lobby zu Lobby hinterhergejuckelt. Oh Mann. Das ist immer so. Wo müssen wir jetzt hin? Baustelle, würde ich mal sagen. Okay. War mal wieder falsch, oder? Jo, wir sind falsch. Obwohl, ja doch, wir sind falsch. Ey, wenn beide LKWs rückwärts fahren, klingt einfach mal wie bei Mackes in der Fritteuse. Alter. Die ja, läuft bei dir ein bisschen jeden Tag, ne? Das ist irgendwas, nichts anhört. Oh. Ja, ja. Klar. Wie das aussieht hier, aber ich glaube, das wäre gegangen mit einem nur, aber es wäre mega Abfuck gewesen. Ja, das wäre aber wieder Stress, unnötiger Stress. Nicht unnötig. Oh, diesmal ist meine Laterne weggeflogen, wo ich sie angehettet habe. Hätte wieder voll hier rumleckst. Beim Fahren immer, aber bei mir leckst du. Ja, 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 sag nur. Scheiß Internet. Wir sollen die ganze Zeit schon abbiegen. Oh, oh. Läuft bei dir. Danke, dass du mir den Weg freigemacht hast. Richtig gegen Briefkasten gefahren, Junge. Du bist gegen Auto gefahren. Und gegen einen Briefkasten. Ach so, läuft bei dir. Ach, scheiß Laterne. Wenn ich rechts an der Laterne vorbeifahre, dann ist es auch nicht rot. Das ist meine Logik. Ja. Oh Mann.
Ey! Alter, nein! Jetzt würde ich ausgebremst, wenn du dich schon nach vorne gelegt hast. GTA. Was machst denn du? Jetzt driftest du voll nach rechts ab, ey. Alter, wie das bei mir aussieht, ey. Ja, dass man nicht driften kann, aber. Wie du fährst, wie das bei mir aussieht, wie du vor dich hinlegst. Wie, Ampels kann man nicht umfahren. Ampels. Ampeln. Ampeln, egal, alles klar. Nein! Jetzt müsste man noch so driften können, so schön im Chor. So. Ja. So richtig realistisch und so. Ja, klar, macht ein LKW auch immer so nicht. Siehst du nicht, bei uns ist es jetzt acht. Die machen das und dann. Die machen das immer kurz vor der Baustelle, machen die das immer. Einfach nur, dass die Sachen schneller abladen, weißt du, lösen sofort die Sicherung und dann wupp. Oh Mann, ey. Ja, voll cool. Ach, dafür brauchen wir nicht mal mehr einen Mobilkran, das kann man so machen. Dafür brauchen wir gar nichts. Hier. Hallo. Mach ich mit dem, wo wir es auch aufgeladen haben, fertig. So. Nein! Nein, ich hab dich aus dem zurückgesetzt. Nein. Verdrückt. So. Ich muss die Ladung erst lösen, deswegen ist da kein Punkt. Ja, ich muss gerade mal wieder das neue hinstellen. So, jetzt. Muss man das auch so genau hinsetzen, oder? Nein, das ist doch wahrscheinlich wie bei den Fertigbauwänden. Aber ich freue mich dann, dass es diesen einen so einen Auftrag noch gibt, den wir jetzt bekommen haben, eben gerade, wo wir wieder Fertigbauwände mal verwenden können dann. Den machen wir dann zwar erst in ein, zwei Wochen, wenn wir wieder aufnehmen. Aber es wird mega cool. So ja. Oder du hast gesagt, vielleicht auch schon morgen. Also bei mir, ich kann es jetzt noch nicht abschätzen. Vielleicht geht auch schon morgen. Ja, aber morgen Abend nehmen wir was anderes auf, deswegen abends ging es nicht. Höchstens mittags oder so. Warum musst du auch gehen? Mal gucken. Ja, aber nur wenn es mittags geht, wie gesagt, weil abends nehmen wir was anderes auf. Stadtrat Schmitz ansprechen. Ja, wohin müssen wir dafür den? Der steht hier direkt. Ah, okay. Kann ich den auch ansprechen? Nein, bitte nicht. Ich bin gerade hier vorbeigefahren und habe gesehen, wie die Tore abgeladen haben. Ich nehme an, sie gehören zu einer Baufirma. Ja, meine Firma heißt Julian. Warte, sie haben unseren Sitz in der Nähe von Hafen. Diesmal vernünftig vor, Mann. Ah, sehr gut. Ich bin schon länger auf der Suche nach einem Unternehmen, der das Erfahrung im Bau von Sportanlagen hat. Ich bin vor einiger Zeit mit einer Familie in ein Haus auf den Hügel gezogen. Eigentlich ganz schön da, aber meine Frau hätte gerne ein Tennisplatz, damit sie ihrem Hobby nachgehen kann. Gut. Können Sie sowas auch? Selbstverständlich, da sehe ich kein Problem. Das wollte ich hören, dann würde ich mich demnächst bei Ihnen melden, um die Details zu besprechen. Die Details, ja. Nice. Gerne, das wird mich freuen. Schönen Tag noch. Das ist richtig nice, Mann, ganz ehrlich. Jetzt kriegen wir anscheinend kriegen wir jetzt einen Folgeauftrag nach dem anderen. Ja. Das ist cool. Oh, ich muss noch hier. Nee, muss ich nicht. Gut, können wir das jetzt wieder so zurückfahren? Ja, ne? Jo. Heißt, wir kriegen anscheinend jetzt einen Sonderauftrag nach dem nächsten. Das ist mega geil eigentlich. Ich guck mal gerade kurz, ob wir den schon haben. Nee, dann noch haben wir noch nicht von dem Bürgermeister. Doch, wir haben das hier. Wir haben hier einen Sonderauftrag vom Bürgermeister. Hier Pool für den Bürgermeister haben wir, aber das ist mit Baggern, da haben wir keinen Bock drauf. Nee. Wir werden jetzt wirklich alles mit Baggern, Knallnuss ablehnen. Vielleicht, wenn ich mal irgendwann Zeit habe, spiele ich die mal bei mir hier auf der Welt im Single, also im Singleplayer und bagger mal im Singleplayer und lass das dann eben überspringen. Da geht's ja dann anscheinend. Wenn ich selbst mache, geht's ja. Und dann können wir vielleicht irgendwann bis zum nächsten Mal dann auch wenn sich daraus Folgeaufträge ergeben, die machen in der Folge. Die Reichen und Schönen heißt der Auftrag. Wir müssen verdichten, Erde transportieren und fertig. Also easy going. Jo. 40.000 bringt er auch. Nur. Nur? Jo. Man nimmt, ne? Ja. Man muss halt nur verdichten und dann Erde hin transportieren. 10 Kubikmeter. Jo.
Heißt, wir haben den großen, der passt 20. Ich weiß nicht, wie viel da noch drin ist. Muss man einmal voll machen und gut ist. Ja. Dann hat sich das ist eigentlich relativ easy gemacht. Ja, gut. Wo bringen wir jetzt die Sachen hin? Wieder zurück zum Firmengelände, ne? Jo. Wollen wir jetzt erst, wollen wir uns jetzt als nächsten Auftrag erst den machen, den von dem Typen oder den mit dem Fußballplatz? Welcher geht schneller? Der mit dem, von dem Typen, der bringt nur 40.000, ist schnell gemacht. Nehmen wir den von dem Typen. Ja, komm. Go. Dann muss ich mal weiter. Wir haben sogar noch jetzt wirklich noch 6 Minuten so Zeit, da können wir den auch jetzt noch vielleicht sofort sogar noch. Ja. Ende wahrscheinlich nicht, aber. Wie ändert man die Sicht auf der Tastatur? V. Wow. Bin gut. Wieso spielst du heute auch mit Tastatur, oder was? Ja, jetzt schon. Weil ich kann jetzt nicht nochmal rumrollen hier. Ach so. Das ist nicht gut, glaube ich. Das ist schon stärker, dass man das hört. Das ist schon nervig. Das ist schon nervig, dass man das hört. So. Kein Schalldämmung ist da nicht drunter. Gerade hat ein Kunde angerufen und uns mit dem Bau eines Tennisplatzes beauftragt. Er meinte, er hätte bereits mit dir darüber gesprochen. Ja, stimmt, als wir durch die Tore Tennisplätze bauen, ich habe natürlich behauptet, dass das kein Problem wäre. Ist es ja auch nicht. Da ist eigentlich ganz klar, dass unsere Eintrittskarte in die High Society der Stadt sein könnte. Wenn der Job gut läuft, dann kann ich mir sicher, bekommen wir weitere Aufträge aus der Gegend. Ohne Scheiß, wie wir die ganze Zeit diese Sonderaufträge ignoriert haben und die eigentlich voll geil sind, Mann. Das hätte ich dir auch so sagen können. Ehrlich? Hast du die schon alle gemacht? Ja. Alle? Ja, nicht alle. Ich hab auch schon alle Fahrzeuge, mein Singleplayer. Ach so. Bekommen wir weitere Aufträge aus der Gegend und hast du die Häuser mal gesehen, die da oben im Hügel stehen? Stimmt, da stehen ein paar ziemlich schnieke Häuser. Na, dann lass uns doch Kunden mal lieber nicht warten und mache mich auf den Weg. Ist echt nice, ey. Und du holst jetzt Erde, oder wie? Oder hast du jetzt schon Auftrag angenommen? Nee, noch nicht. Doch, der ist ja schon angenommen. Was? Wir müssen jetzt noch den Stadtrat ansprechen. Wo steht der? Ja. Auf seiner Baustelle, oder was? Okay, ja. Dann wo steht ich schon der mal Typ? Da. Hier steht noch. Keine Ahnung. Steht der dort bei sich, oder was? Mir wird ein Weg angezeigt. Ja, fahr rein. Das ist in seiner Baustelle, ja. Wir müssen da hinfahren, wahrscheinlich. Aber wir können ja schon mal die anderen Sachen mitnehmen, weil sonst macht das ja keinen Sinn. Ja gut, weil sie gar nicht sind, die lasse ich dann dahin teleportieren. Genau. Dann, ja, schnappt ihr doch schon mal die Dings. Und dann fahren wir zum Kieswerk ist on the way. Ja, dann nimm gleich. Obwohl, es ist nicht ganz auf dem Weg. Nee, Kieswerk, wo war nochmal das Kieswerk? Hier in der Mitte, ja, das ist viel weiter weg. Guck mal kurz nach, wie viele es im Kiesberg sind. Lass das. Scheiße, wo ist das denn? Wo ist denn der? Muldenkipper ist es, oder? Ja, ja. Muldenkipper. Ich weiß auch gar nicht, wie viel da drin ist. Null. Oh. Sieht mal rechts unten. Dann fahr damit mal zum Kieswerk. Markier dir mal das Kieswerk. Das Kieswerk gerade gar nicht. Das ist, in der Mitte. Wirklich recht zentral. Ja. Weil, dann kannst du mich, weil du siehst diese eine Straße, an der du abbiegen musst und die Baustelle ist da in der Nähe. Da kannst du mich an der einen Ecke rausschmeißen, da kann ich schon mal weiter hinlaufen mit dem Talken und du kannst das Kies holen. Ja, dann machen wir das so. Die Folge hat einen Tick länger, aber es ist ja in Ordnung. Wir haben Antonio 20 Minuten geschrieben. Und da hatten wir schon 5 Minuten. Von daher ist das alles in Ordnung. Nicer. Ja, aber die machen mir echt Spaß. Hättest du ja auch mal so sagen können, wenn du es weißt, dass die Sonnenaufträge cool sind. Das hat nur, bringt halt nur wenig Geld, aber trotzdem sind sie cool. Mann. So. Hast du eigentlich die letzte Zeit nochmal öfter so gespielt auf deinem Singleplayer-Stand oder nicht, Julian? Joa. Spielst du immer noch aktiv? Wie viele Stunden hast du schon? Paar. So. Also jetzt nicht so oft. Ich hatte mal Lust zu. Ja, also dauert noch ein bisschen, bis ich aussteigen muss. Das ist nicht für eine Kurve, ey. Oh. Ich bleib mal auf der Karte. Ich glaube, mein Sinn da setzt gleich aus. Oh.
Joho, mein Empfänger setzt gleich aus von meinen Batterien. Ich Batterie alle oder was? Ja, von meinem Funkempfänger für die In-Ears, ja. Ich wechsle mal kurz, ich höre dich gerade nicht. Ja. Ich habe ja immer Ersatzbatterien am Start. Jo, wahrscheinlich, so, Digga. Jetzt höre ich dich wieder. Wieso schnell hast du ihn ausgewechselt? Ich muss ja nur die Batterien rausmachen, zwei Stück. Fertig. Die halten noch immer so 10 Stunden oder na, am Stück, so 10, 15 Stunden oder so, ist bestimmt 15 eher. Da sind welche bei oder was? Nein, nee. Ich hab mir wieder aufladbare gekauft. Ansonsten kannst du ja kein Schwein bezahlen, wenn du Einwegdinger benutzt. Ja. Wie willst du das bezahlen? Ich hab jetzt insgesamt 10 Water wieder aufladbare Batterien. Die kannst du immer durchwechseln. Ich hab hier, es sieht an meinem Schreibtisch richtig geil aus. Ich hab nämlich links diese Batterien, die leer sind, und rechts am Schreibtisch die Batterien, die voll sind. Also von meinem Bildschirm. Deswegen kann ich halt immer easy wechseln, weißt du, habe ich 4 leere und 4 volle und jetzt 2 Stück drin. Ja. Jetzt habe ich wieder 4 leere, jetzt kann ich wieder dieses Wiederauflad-Ding wieder benutzen, weil da 4 Stück auf einmal reinpassen. Easy. Du sagst dann, wenn du aussteigen musst, oder? Jojo, ich sag dann Bescheid. Jetzt. Stehen bleiben. Oh, ich bin bei der Fahrt ausgestiegen, läuft bei mir. War auch schon ein bisschen zu früh eigentlich. Ach nee, war zu spät. Aber ist ja egal, muss ja nur ein Stück zurückrennen. Hä, wo fährst du jetzt hin? Berg. Ach doch, dahin, stimmt, ist richtig, ja. Okay. Hab mir das schon markiert, keine Banne. Irgendwie leckt's gerade mit mir die ganze Zeit so. Ich muss hier in die Straße rein, glaube ich. Alter, what the fuck, wo die hier wohnen? So hochwertig ist. Alter, hier stehen einfach mal 2 Turmdrehkräne rum. Wo ist das hier, Alter? Ach, das ist der scheiß Händler. Ja, das ist der Händler. Ich muss die Straße weiter geradeaus laufen. Ach so, ja, jetzt weiß ich, wo, am Hügel und hochwertig und so. Ich muss hier hochlaufen noch ein bisschen. Oh. Running, ja. Yeah. So, mal einmal voll, ne? Ja, komplett 20 Kubikmeter. Haben wir da gar keinen Stress. Alter, dieser Hügel ist echt eine Luxusgegend, muss man sagen, wenn man es jetzt so sieht. Ich walk da jetzt gerade ja mal gechillt hin. Haben wir jetzt 26.000 wieder, also reich wird man von den Sonnenaufträgen wirklich nicht. Aber wir sind echt cool und abwechslungsreich. Man merkt so, kann man da schnell eine schnelle Folge mitmachen. Ja, und die werden vor allen Dingen recht cool, finde ich sie auch halt. So. 9.390 für Erde, sehr gut. Glaub, ach, ist so viel, du fertig? Ich glaube, so viel kriegen wir nicht mal durch den Auftrag. Doch, der startet jetzt erst, der Füllvorgang steht hier. Ach so. Läuft bei dir. Running. Ah, Mann. Ja, hier ist anscheinend, guck mal, hier ist anscheinend sein Riesenhaus. Alter, der Lappen. Er hat doch hier schon einen Pool. Was braucht er noch einen Pool? Wir haben den Sonnenauftrag nicht mehr gemacht, er hat schon einen Pool. Ach, ist so voll, na dann. Alter, hier will der ein Dings haben. Ein Tennisplatz läuft bei dem. Ah, und hallo, das sind hier wieder. Schön, dass hier mit dem Auftrag geklappt hat. Also hier soll der neue Tennisplatz entstehen. Wäre toll, wenn sie zügig fertig werden. Meine Frau freut sich schon sehr darauf. Kann ich verstehen, na dann legen wir mal los. Ich melde mich bei Ihnen, sobald wir fertig sind. Vielen Dank, wenn Sie Ihre Sache hier gut machen, werde ich Sie sicher weiterempfehlen. Wir haben einige Freunde hier oben, die bestimmt neidisch werden, wenn sie unseren neuen Tennisplatz sehen. Das hoffe ich auch. Oh, ja. Shit. Hier musst du aber eine ganz schön große Stelle, muss man hier verwalzen. Ja, oh mein Gott. Verdichten, walzen, wie auch immer die Scheiße heißt. Walzenzug, ne? Ja. Ja. Geht ja schnell. Eingestiegen und damit, ja, aber es ist eine ziemlich feste, ziemlich große Stelle. Ich weiß nicht, ich hab's noch nicht gesehen. 643 also. Kostet mich dieser Rührtransport gerade. Aber wir kriegen ja 40.000 dafür. Wie viel hast du jetzt für Erde hast du jetzt gekauft und bist auf mich zurück, oder was? Ja. Jetzt hat er 9.000 die Erde gekostet und dafür brauchen wir eigentlich nur die Hälfte für die Baustelle und dann nochmal hier das 6. Also es geht, wir machen trotzdem noch richtig dickfett Asche mit dem Auftrag von dem. Der Typ bleibt jetzt hier die ganze Zeit stehen, läuft bei dem. Okay, der guckt uns schön bei der Arbeit zu, läuft. Ja. Ach nee, das Walzen muss man irgendwie nochmal extra starten, ne? Ja, mit... Ich guck grad mal kurz, F1. Mit X, glaube ich. Ja, mit X. Irgendwie ist fast alles mit X.
was so aktivieren, einschalten angeht. Aber das geht wirklich easy, man muss hier nur kurz drüber rollen. Oh, ja. What the fuck, ey. Erstmal hier so wie eine gesenkte Sau drüber heizen einfach nur. Ist das hier, wo die beiden Mobilkräne stehen? Jo. Das ist die Nachbarschaft. Okay, ich fahr einfach mal die hier entlang. Du kannst sie doch markieren. Ja, habe ich schon. So, dann fahren wir hier noch kurz die Route rein. Da machen wir wieder eine längere Folge. Eigentlich war das ja so, als die Grundaussage, dass eigentlich jede Folge so eine halbe Stunde gehen soll. Deswegen. Dann haben wir mal wieder eine halbe Stunde Folge. Ist ja auch schön. So. So, ich bin da. Okay. Du hast den Walzenzug noch nie gefahren, ne? Nö, so zum Verdichten jetzt nicht. Sondern zum so rumfahren. Ja. Hier kannst du auch mal fahren, wenn du willst. Mach du das kurz. Okay. Okay. Ja, ich habe auch. Guck mal, ich bin hier dreimal durchgefahren, querbeet, und hab schon 50% oder so jetzt. 48. Okay. Also ist easy. Ist einfach nur mal ein bisschen streifenmäßig drüber heizen, schon ist das gut. Aber fährt sich etwas schwerfälliger wegen der Rolle. So. Du kannst auch mit X zwischendurch immer wieder abschalten, wenn du willst. Ja, brauche ich nicht. So. Happy war eben gerade auch kurz auf dem Server, läuft bei ihm. Wahrscheinlich hat er eben. Vielleicht wollten wir heute nochmal irgendwie was, weil ich ihm gesagt habe, ich nehme heute noch Dings auf noch. Zwei FIFA-Sachen. Da wollte er wahrscheinlich mitmachen, also mit dabei labern und streamen gleichzeitig vielleicht sogar. Wow. So. Antonia wartet in Labeecke 1, aber das ist ja in Ordnung. So. Wahrscheinlich hat mich sowohl schon Pia als auch Antonia in Skype angeschrieben. Aber ich reagiere einfach null. Weil ich es nicht höre, ist auch gut so. Man sollte sich nicht immer so sehr ablenken lassen in Aufnahmen. So, brauchst noch 77 bist du. Ja, läuft, jetzt bist du bei, nur nachgucken, 87, das ist easy. Jetzt fährst du noch einmal über die Mitte hier und dann ist gut wahrscheinlich schon. Du kannst auch vor und zurückfahren einfach, du kannst einfach zurückfahren. Du musst dich immer drehen. Du kannst auch einfach hier, wenn du irgendwo bist, nochmal einfach zurückfahren und dann nochmal über die kleine Mitte. Ja, normalerweise fährt das Ding ja auch nur rückwärts, wenn es verhältst. Okay. Ja, alles so weiß. Sag, was ich alles so weiß. Ja, du arbeitest auf dem Bau, Alter. Ja, ich bin nur Dachdecker, aber das andere weiß ich alles von früher. Mach den Baustellenbereich frei, juhu, komm, fahr das Ding runter. Bin früher auch immer auf Baustellen rumgesprungen. 24.000 für das scheiß Walzen, Alter. Ich glaube, das hier muss ja auch noch mal ein Stück rausfahren. So, dann kann. Brauchen wir die Walze nochmal, ja? Nö. Nee? Ach so, nee, es ist schon in Ordnung. Stimmt, das wurde schon abgenickt jetzt. Wir können hier schon, wir müssen nur noch 10 Kubik mit der Erde und dann müssen wir nochmal mit den Typen antalken. Der hat uns jetzt die ganze Zeit zugeguckt bei der Arbeit. Dann kann ich ja jetzt schon wieder weg. Ja. Also du stehst im Weg, Mann. Hä? Der Typ. So. Ich muss hier nämlich die Erde abliefern. So. Oh, Controller hat sich verabschiedet. Läuft. So, dann kippen wir mal kurz die Erde runter.
Aber jetzt hänge ich, weil ich ein Stück zurückgefahren bin. So voll scheiße. Oh oh. Alter, der hat nur noch 11 Kubik drauf. Will der mich verarschen? Was ist das für eine Scheiße? Warum hat er nur noch 11 Kubik drauf? Das ist natürlich wirklich kacke, ne? Voll die Verarsche hier. 33% eher so. Nicht mal die Hälfte. Ja, geil, jetzt ist er leer. Und jetzt haben sie mal bei 97% oder so. What the fuck? 96% abgekippt, jetzt ist das Ding leer. Was? Ja, nein, ey, komm. Ich mach mal den Typ. Einfahren. So scheiße jetzt. Wo ist das Kieswerk? Weit weg. Na, so weit ist es nicht mal. 133 kostet. Ich lasse mich jetzt einfach kurz hinteleporten. So, ja, stimmt. Geh ich nochmal, fahr ich nochmal kurz in das Silo, dann mach das Ding nochmal voll und dann fahr ich nochmal hin und kipp den 1% dahin, ey. Ich hab Bock, so behindert die Folge zu beenden mit. Scheiße. Nur weil das sich irgendwie, das ist kurz hängen geblieben und hat dann trotzdem weiter Erde ausgekippt. Und das hat's dann irgendwie nicht gezählt. Vor allen Dingen ist es aber unnötige Geldverschwendung jetzt halt aber. Ja. So, komm. So, na komm, auf geht's. Hoch. Füllvorgang gestoppt. 5000 hat's jetzt gekostet. Warum war das jetzt so günstig? In Anführungszeichen günstig. Hm? Ah, komm. Baustelle. Die ist da. Komm, kurz markiert. So. 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 Einschlagen. Und go. Also ich kommen wir uns gleich wieder. What the fuck? Das ist voll eng hier immer. Die Ausfahrt hier. Können wir gleich wieder über Leute ärgern, die nichts können. Wieso? Da war halt Bad Wars. Ach so, ja. Ja. Wir können erst letztes Mal, wir haben ja beide Runden, die jetzt wir aufgenommen haben, haben wir beide verloren. Aber wir haben immer das gegen das letzte Team verloren. Also ich habe immer, weil bei der ersten Folge habe ich ja habe ich irgendwie Team auch ein Team ausgeschaltet oder einen ausgeschaltet, so ein Einser-Team war das, was das war in der zweiten Runde. Und dann habe ich noch ein komplettes Team in der zweiten Folge ausgeschaltet, aber dann wurden wir trotzdem auseinandergenommen. Oh. Mach halt immer so Kleinigkeitenfehler, weißt du? Und gerade wenn man dann kein Bett mehr hat, ist das ein bisschen ärgerlich. Und die Kleinigkeitenfehler bei der zweiten Folge? Bei der zweiten Folge Kleinigkeitenfehler? Nee. Wie? Na, Antonia hat doch die falsche Auswahl, oder ist denn dein Kommentar? Ja, das ist die, ja. Ja, da kontert ihr ja nichts so, dass die da euch mit dem den Bögen vorher ist ein bisschen. Hast du die Folge auch bei mir gesehen? Ja. Die erste? Okay. Ja, das war ja, ja, das war ja. Nee, das war Kleinigkeitenfehler. Da habe ich ja, Oh, jetzt fährt er nie, oder was? Wenn du es bei mir gesehen hast, die erste Folge hast du ja gesehen, dass ich, ich habe gesehen, dass der eine ein Eisenschwert hat. Wir hatten kein Bett mehr. Ich sehe, dass der eine kein Eisenschwert hat und. Alter, lass mich doch mal durchfahren, du scheiß Drecks-PKW. Und dass der keine Eisenschwert hatte und da steht, dass ich mit dem Bogen, den ich habe, der hat anscheinend irgendwie keinen Bogen, weil der hat mich 5 Sekunden lang angeguckt. Anstatt dass ich halt versuche, mit dem Bogen den umzubringen, auf Distanz, bin ich halt mit meinem Goldschwert, mit meinem Dreier Goldschwert hingerannt und wollte den schlagen und wollte ihn damit umbringen. Mhm. Mit dem Bogen hätte es ein bisschen was gebracht. Selbst wenn ich mit dem Bogen nur ein bisschen vorgearbeitet hätte, hätte es ein bisschen was gebracht. Ja, ich glaube. Nee, doch nicht. Wir sind da. Sehr gut, jetzt ein paar Sekunden gedauert. V, freie Kamera. Ich weiß jetzt schon, wann ich die Folge hochladen werde. Wann denn? Auf den Sonntag. Wieso? Hä? Weil die so lange geht. Ach so. Ja, 34 Minuten. Du kannst auch im Voraus hochladen. Du musst die nicht an dem Tag hochladen, wo die kommt. Ach stimmt, man kann ja da. Du kannst sie auf privat hochladen immer. Und das ist so betreibt man YouTube, ansonsten kannst du nichts machen. Du kannst sie entweder halt ganz normal auf privat, reicht schon. Du kannst sie entweder auf privat hochladen oder du kannst halt eben, du kannst sie auch geplant als. Kannst du ja auch machen. Dafür musst du nur einmal kurz die Monetarisierung einschalten, dann kannst du wieder ausschalten. Dann hast du das Feature. Du hast doch auch individuelle Thumbnails, also musst du doch auch geplant als haben. Ja, habe ich.
Ja, Alter, warum nutzt du es nicht? Ah, vergesse ich immer. Das ist mega. Ich mache meine Folgen immer direkt fertig und so. Wir müssen erst rausfahren, ne? Ja. Aber ich will mit dem Typen talken. Ja, mach mal. Talk. Ich hab das letzte Mal getalkt. So. Bist du jetzt auch ein bisschen draußen vor der Tür? Ja, steh hier jetzt. Ich weiß gar nicht, haben die noch was gesagt? Mach den Baustellenbereich frei? Nee, ne? Nö. Ja, gut, dann komm. Warum hab ich das? Sieht jetzt richtig nach einem Tennisplatz aus jetzt. Das sieht nach einem Das ist ein Stück Scheiße, sieht's aus, aber. So, der Tennisplatz ist fertig. Ich hoffe, es war alles so, wie es vorgesehen hat. Ja, perfekt. Ich bin begeistert von einem Erdhaufen. Und wie schnell das ging. Sie haben ja wirklich gute Arbeit geleistet. Sie werden damit Sicherheit weiterempfehlen. Das würde mich sehr freuen. Dann wünschen wir Ihnen noch viel Spaß. Auf Wiedersehen. Machen Sie es gut. Vielen Dank nochmal. So, wir müssen jetzt aber alles runter machen. Muldenkipper, mich und dich, wir müssen alle runter. Aber der Muldenkipper ist doch schon weit genug unten. Ja. Eigentlich. Oh, jetzt. Naja. Villenviertel, Freischaltung neuer Bereiche. Boah. Ja, jetzt sieht er nice aus, ne? Ja. Ja, gut. Läuft bei dem Typen. Was ist das für ein Projekt? Und damit war's aber auch von dieser extra langen Folge. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.